So, ich zeige euch jetzt mal kurz die Location, und zwar den Sunnest. Mach mal eine Mini-Tour. Also, normalerweise muss man sich hier die Füße entsanden, wenn man von herkommt. Das ist aber jetzt gerade nicht der Fall. Tür zu, okay, wunderbar. Also, was hat man hier? Man hat hier eine kleine Küche, wo man sich selber was kochen kann. So, dann, hier wären schon mal ein paar Zimmer. Also, da unten war auch schon ein Zimmer. Ich gehe mal gerade hoch. Jetzt darf ich. Ja, doch, hier darf ich noch laut sein. Das ist nämlich nur der Flur. Das sind auch ein paar Zimmer. Genau, ich zeige euch mal mein Zimmer, damit ihr seht, wie das dann ausschaut. So, das wäre dann hier eines der Zimmer. Dann muss ich einem oben Kekse geben, damit ich ihn filmen darf. Von daher nehme ich mal die Kekse mit, die hier übrigens auch super lecker sind. Ja, hier ist nochmal der kleine Plan. Alles aufgeschrieben, wo es leckeres Essen gibt. Das sind Leute, die schon hier waren. Und ja, jetzt kommen wir hier Richtung Coworking Space. Da sind ein paar Leute am Arbeiten. Hier muss die Bestechung hin. Genau, also da werden wir dann was schaffen. Oder wenn das Wetter das zulässt, und angeblich regnet es eh nur ein ganz, ganz paar Tage hier, arbeiten wir auch viel hier oben auf der Terrasse. Da schaut es dann so aus. Und ja, noch ein weiter drüber, da hat man dann noch eine bessere Aussicht. Bis dahin sollte auf jeden Fall auch alles schon soweit sein. So, das ist also die Location, an der ich den, ja, an der ich die Aktion plane. Genau, und angeblich sind im Winter die Wellen sowieso noch viel, viel besser. Also weniger Sonne, dafür mehr Wellen. Das heißt, zwischendrin könnt ihr auch mal toll surfen. Ich plane ja schon ein bisschen länger, mal ein Video-Weekend zu machen. Die Idee, die dahinter steckt, ist, dass wir uns treffen an einem Wochenende und dann einfach ein Konzept für unseren YouTube-Kanal entwickeln. Und zwar habe ich vor, in diesem Winter hier in Marokko einen kleinen Workshop zu machen, in dem es darum geht, sein Unternehmen so aufzustellen, also dass man sozusagen den Masterplan macht für sein Unternehmen, den man über das Jahr 2017 dann durcharbeitet.